Für Kai Hertling geht eine besondere Saison zu Ende, und zwar als U16-Cheftrainer der TSG. Der ehemalige Mittelfeldspieler ist ein Hoffenheimer Urgestein. Von 2002 bis 2016 schnürte der gebürtige Heidelberger für die Kraichgauer die Fußballschuhe. Nach der langen Karriere als Spieler hat er in dieser Saison ein neues Kapitel aufgeschlagen. Das Entscheidende ist einfach, dass ich diesen Sport liebe. Ich liebe den Fußball, weil er mir unglaublich viel gibt. Er gibt mir in schlechten Phasen sehr viele schöne Sachen. Er gibt mir aber auch das Ganze, mit Menschen zu arbeiten. Jetzt in meiner Phase mit jüngeren Menschen zu arbeiten, die du dann einfach auf dem Weg begleiten kannst, auch gerade in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, in ihren Problemen, die sie einfach in ihrem Alter haben. Und das Schöne ist, Jürgen Klopp hat da mal irgendwas Schönes gesagt. Er hat einfach gemeint, wir haben die Möglichkeit, Menschen zu begeistern. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter Satz, und der trifft es eigentlich auch. Vor 3 Jahren hat Kai Hertling seine aktive Karriere beendet. Danach ist er als Co-Trainer der Hoffenheimer U23 tätig gewesen. Seit vergangenem Sommer leitet der 34-Jährige hauptverantwortlich die U16. Im Großen und Ganzen, glaube ich, kann man mit der Entwicklung der Jungs zufrieden sein. Aber wir haben noch ein bisschen was vor uns. Und deswegen ist es so, dass es unheimlich viel Spaß macht. Aber wir sind auf dem richtigen Weg, aber haben noch ein bisschen Luft nach oben. In seiner Rolle als Chefcoach profitiert Kai Hertling auch von seiner Profikarriere, die doch etwas außergewöhnlich verlaufen ist. Ich hatte diesen Traum schon irgendwo immer in mir, aber mir war auch bewusst, dass die Zeit natürlich in dem Alter eigentlich abgelaufen ist. Und wenn du dann mit 28 ein bisschen reifer bist, ein bisschen mehr Erfahrung auch als Mensch hast, glaube ich, kannst du die Momente mehr genießen. Und so ging mir das wirklich damals. Ich habe das wirklich genossen, nochmal Bundesliga spielen zu dürfen. Und ich glaube, das war für mich schon so eine Situation, wo du ganz viele Dinge einfach mitgenommen hast, die unglaublich intensiv auch sind und auch damals schon waren. Kai Hertling, vom Bundesliga-Profi zum U16-Cheftrainer. Einer, der sein halbes Leben bei der TSG verbracht hat und bestimmt noch viele weitere Kapitel in der Hoffenheimer Geschichte schreiben wird.